Peter Altenberg. Berühmtheit. Wir waren einmal eine größere Gesellschaft von Künstlern in einem Champagner-Pavillon in Venedig in Wien, im heurigen Sommer. Drei süße Mädchen setzten sich sogleich zu uns. Jemand aus der Gesellschaft sagte zu ihnen: »Kinder, wisst ihr denn nicht, in wessen Gesellschaft ihr heute die Ehre habt zu sitzen? Dieser Herr da ist doch der berühmte Maler Gustav Klimt.« »So?« sagten die Mädchen nonchalant. Da kam ein viertes Mädchen hinzu und sagte: »Kinder, wisst ihr, wer der ist? Ihr erkennt ihn ganz genau wieder.« »Ah, was geht das uns an? Von uns aus soll er sein, wer er will.« »Aber das ist doch der Herr im Winter im Casino de Paris 12 Flaschen Charles Heidesieg gezahlt hat.« »Was, das ist der? Richtig, jetzt erkenne ich ihn. Sieh her, berühmter Maler, sie sollen leben.« P.S. Der Vertreter von Charles Heidesieg sagte einmal zu mir in einer vorgerückten Stunde: »Du, Peter, ich bin nur neugierig, ob du meine Firma einmal in eine deiner Skizzen wirst hineinbringen. Peter, dann kannst du saufen, so viel du willst.« Nun hoffe ich also, mit einiger Berechtigung saufen zu können. Es war allerdings damals in der Klimt-Affäre gar kein Charles Heidesieg, sondern Pommery gewesen. Aber da er ebenso gut ist und man überdies noch zu saufen bekommt dafür...